weiß echt nicht, was Gwen von all dem halten wird. Aber Fragen schadet ja nicht. Ach so, genau. Ich sollte ja noch mit Gwen reden. Fröhlicher Krampus, junger Mann. Hast du dieses Jahr ein böser Junge? Ach komm, dann machen wir auch noch einen Schnappschuss. Sag Cheese, Krampus. Ja, passt. Ah, Krampus, wenn die Androhung eines Kohlestücks als Geschenk nicht reicht. So, den Kleiderständer hatten wir schon mal. Ein Weihnachtsbaum. Stilvoll. Ja, sieht halt aus wie ein Weihnachtsbaum. Das Gwen. Es ist schön, Gwen hier zu sehen. Trotz allem. Hey, genau die Schurken, die ich sehen wollte. Mich? Echt? Ich dachte, ich sollte dir sagen, wie die Geschichte endet. Ich wurde gefeuert. Oh, Gwen. Das tut mir so leid. Und du? Warum bist du hierher gekommen? Safi hat einen Plan. Sie wird die Wahrheit über Lukes Buch erzählen während der Show. Das wäre viel glaubwürdiger, wenn jemand von der Fakultät uns hilft. Als ich diesen Job annahm, habe ich immer so angestrengt versucht, etwas zu bewirken. Jetzt weiß ich, es ist unmöglich. Jedenfalls hier. Wenn noch etwas Kampfeswillen in mir ist, verschwende ich ihn nicht an diesem Ort. Ich hoffe, ihr kriegt ihn dran, aber ich bin heute nicht für Stress zu haben. Hey, ich verstehe das total. Ich werde dich vermissen. Der Laden wird ohne dich nicht derselbe sein. Ja, dann nehmen wir mal einen ordentlichen Schluck als Pulver. Wir sehen uns wieder. So einfach werdet ihr mich nicht los. Verlass dich drauf, Caulfield. Okay. Ich hoffe, was du auch tust, ist so erfolgreich, dass du es allen unter die Nase reiben kannst. Stets die Optimistin. So. Safi ist so subtil wie ein fliegender Ziegel. Kommt heute zu Krampus. Ich gebe euch meine Safi-Garantie, dass es sich lohnt. Das sollte unsere Garantie sein. Weißt du was? Was wir nicht wissen? Ja, schon. Lukas? Vertrau mir, Lukas. Wir roasten dich, bis nur noch Asche übrig ist. Lasst euch nicht die Chance entgehen, mich heute Abend auf der Campus-Party mit Tomaten zu bewerfen. Bitte nur metaphorisches Gemüse. OMG, da würde doch niemand wirklich was schmeißen, oder? Du schmeißt höchstens dich selbst. Danke, dass Sie dabei mitmachen. Ja, es wird wohl anders, als er sich das denkt. So, was sind denn in unseren weiteren Aufgaben gerade? Aufgaben? Sollte man auf Aufgaben? Safi Bericht erstatten. Okay. Safi, da ist sie. Wir sind soweit. Ist er Teil der fröhlichen Bande? Ja, bin ich. Ich konnte Gwen nicht überzeugen. War klar. Ist jetzt egal. Wir haben größere Probleme. Warum? Was ist los? Lukas will das ganze Event abblasen. Er ist völlig am Durchdrehen. Er wollte heute seinen Filmdeal ankündigen. Er hat sicher Angst, es sei zu schön, um wahr zu sein. Okay, also was tun wir? Beeilt euch. Der Typ ruft sich vielleicht gleich an Uber. Fuck. Ich halte ihn hin. Lass dir was einfallen, Max. Viel Glück. Was macht sie da? Ist das Safi? Oh,
Ja, das wird wohl Safi sein. Ja, das ist ganz klar Safi. Ich unterstütze Safi besser da draußen auf der Terrasse. Ja. Machen wir gerne. Achso, die okay, Talks, die hatten wir schon. Dann gucken wir mal, was wir da machen können. Oh. Volltreffer! Austrinken! Wieso kannst du das so gut? Wo ich aufgewachsen bin, gab's nichts zu tun, außer trinken und Sachen abfackeln. Als nächstes Strip-Poker? Du bist gemeingefährlich. Okay. Ah, dieser Wen hat auch Vögeln gewählt. Okay. Was wollte ich denn jetzt noch? Eigentlich wollte ich noch was anderes, als jetzt mich da einzumischen, aber okay, machen wir jetzt mal. Ich mach's kurz. Wie kamen Sie nach Jahren der Durchschnittlichkeit zum Erfolg? Loretta? Darüber habe ich in meinen Kursen geredet, Loretta. Erinnerst du dich nicht? Genies treffen selten auf Verständnis. Was zählt, ist Beharrlichkeit. Genies treffen selten auf Verständnis. Ja, das wird ihm schmeicheln, das zu sagen. Kritiker missverstehen Genies meistens auf den ersten Blick. Das ist sehr lieb von dir, Max. Und sehr wahr. Es ist Jahre her, dass Sie Wilder Beasts veröffentlicht haben. Sind Sie vorzeitig in Rente gegangen? Man kann Kunst nicht beschleunigen. Komm schon, Loretta. Das lässt sich nicht erzwingen. Lucas hat eine Vision, die Zeit braucht, um zu reifen. Ja, schön gesagt, Max. Danke. Außerdem gibt es einen Grund, warum Lucas sich wieder auf Wilder Beasts konzentrieren muss. Oh, wirklich? Wenn du für das Campus-Event bleibst, kannst du als Erste davon berichten. Ist doch richtig. Ja, sicher, klar. Gute Arbeit, Loretta. Ja. Vielen Dank, Professor. Nee, wir waren aber auch gut. Danke, Max. Die junge Dame war aggressiv. Ruhm ist hart. Der Preis fürs Berühmtsein, oder? Ich gestehe, ich hätte das Event fast abgesagt, bevor du kamst. Was? Dein Ernst? Ha, ja, ich weiß. Wie mein Vater gesagt hätte, was bist du, Mann oder Maus? Er war auch Autor. Roberto Colmenero. Dann los. Ich verdiene das. Genug gezögert. Zeig's ihm. Hoho. Haben wir hier einen auf nett gemacht und so. Ist ja schon ein bisschen scheppig, aber naja gut. Wenn das verdient hat. Oha. Was machen wir da? Aber wieso? R.C. Roberto Colmenero. Wow, gut gemacht, Partner. Wobei ich kurz dachte, du kotzt gleich. Lucas hat eine Knarre. Was zum Teufel? Warum? Sie gehörte seinem Vater. Safi, das ist übel. Scheiße, Max. Entweder erschießt du mich oder Lucas. Amerika hat ein Problem. Oh. Ich sag doch, Max. Ich vertraue dir. Gut. Ich bewahre sie auf. Zufrieden? Ja, besser ist das. Wir sollten sie nicht in den Fingern haben. Danke.
Man weiß ja nie. Andererseits, vielleicht ist es ja auch schlecht, dass Safi die jetzt hat. So kann sie uns die jederzeit in die Hand drücken. Campus jemanden grillt. Begrüßen wir unseren Ehrengast. Professor Lucas Cominello. Jetzt beginnt die große Show. Kleine Warnung. Er möchte ein paar Worte sagen, bevor wir anfangen. Also hoffe ich, ihr seid alle schon etwas betrunken. Nicht so ungut, Bro. Danke, Vin. Ich habe eine sehr überraschende Ankündigung. Jetzt? Mein weltbekanntes Buch, Wilder Beasts Than These. Moment. Da stimmt was nicht. Was soll das? Deine Vergangenheit, Lucas. Deine ehemalige Studentin, Maya Okada. Das ist ja merkwürdig. Ich dachte, du erzählst uns von deinem schicken Buch. Was macht denn Maya stattdessen da oben? Das sind nicht meine Slides. Nein? Dann helfe ich dir. Jujuj. Die Bestie erhob sich und starrte mich an. Sie wurde ich. Ich war immer die Bestie. Kraftvolle Worte von Caledons Lieblingsschriftsteller. Habe ich recht? Was meint das Publikum? Scheiße. Kraftvolle Worte, ja, aber sie sind ja nicht von ihm. Ach komm, wir buhen. Danke. Immerhin erinnert sich eine Person, wofür wir hier sind. Genau. Einen Moment, Professor. Das könnte der passende Hinweis sein. Also, was haben wir hier? Maya Okadas Entwurf. Moment mal. Maya schrieb diesen Satz? Diese Seite? Echt jetzt? Ja, im Ernst. Aber das weißt du ja schon. Denn jedes Wort deines gefeierten Romans stammt von Maya Okada. Was tust du da? Das ist Rufmord. Jede einzelne Auszeichnung dieses Mannes gehört Maya Okada. Deswegen hat er nur ein Buch geschrieben. Ich glaub's ja, nein, nur das eine Buch. Du hast recht, es funktioniert. Wie ist er damit durchgekommen? Du weißt nicht, was du da sagst. Wetten? Okay, okay, zügeln wir uns. Was wir wollen kommt ja jetzt? Nicht, dass am Ende noch jemand verklagt wird. Okay, hat er gedroht? Weiter, bitte. Wie manche von euch wissen, war Maya Okada eine geschätzte Studentin von mir, die sich tragischerweise das Leben nahm. Dass jemand ihren Tod politisiert und benutzt als Waffe. Einfach nur respektlos. Maya glaubte an mein Werk. Sie glaubte an mich. Ich wusste, dass das passieren würde. Was machst du? Ich verwandle mich in Vin. Ich bringe Lucas dazu zu gestehen. Safi, warte. Das ist deine Chance, allen deine Wahrheit zu erzählen. Solltest du nicht als du selbst da hoch? Ist das eigentlich dein Ernst? Die Wahrheit funktioniert nicht, darum sind wir hier.
Mein voller Ernst. Superkräfte sind nicht die Antwort auf alles. Ich weiß das. Fuck. Okay. Ich vertraue dir. Wir müssen ihn diesmal dran kriegen. Wen ist denn sowas viel besser als ich? Glaubst du wirklich, ich sollte als ich selbst da hoch? Oh. Naja, nachdem Max das jetzt so gesagt hat, ich vertraue Max jetzt in dem Fall mal. Ich wäre mir persönlich jetzt nicht sicher. Aber... nee, ich geh jetzt du selbst. Safi, du schaffst das. Fuck. Ehrlichkeit ist nicht meine Stärke. Los geht's. Ich hoffe, das ist richtig. Safi. Hast du vergessen, dass ich auch dort war? Dass wir alle einmal Freunde waren? Du, ich und Maya. Ich hab dir vertraut. War das auch nur gelogen? Du stellst mich hier als Monster hin. Ich sah, wie du durchs Land getourt bist. Du hast Preise gewonnen für das Werk, das du von ihr gestohlen hast. Sie flehte dich an, aufzuhören. Doch ich sah, wie du sie getötet hast. Und jetzt soll ich weiter zusehen, wie du ihren Tod ausnutzt? Und was ist mit dir? Wäre meine Tat so schlimm gewesen, hättest du damals was gesagt. Hast du aber nicht. Hast du eine Antwort darauf, Safi? Ich war ein Kind. Was ist deine Ausrede? Gute Ausrede, ja. Was die junge Safi hier nicht versteht, ist, dass es nicht stehlen war. Autoren lassen sich oft von anderen Werken inspirieren. Ach, komm, hör auf. Ich wollte ihre Arbeit anerkennen. Doch dann hat sie... Denk daran, was ich damals durchgemacht habe. Meine Scheidung, mein Sohn. Das ist absurd. Die Fratze. Du hattest recht. Sie haben mir zugehört. Nur mir. Aber natürlich. Du bist super. Du weißt nicht, was mir das bedeutet, Max. Ich freue mich einfach, diesen Moment mit dir zu haben. Okay, genug. Lass uns feiern! Hey! Wir müssen reden. Allein. Und bevor du sagst, verpiss dich, das willst du hören. Ganz ruhig. Ich bin die mit der Waffe, weißt du noch? Mir geht's gut. Wartest du? Ich warte bei Moses, bis du bereit bist. Lucas und Safi? Das kann nichts Gutes werden. Oh, ich sollte dem anderen Moses sagen, wie es gelaufen ist. Dem Moses der Toten will die gute Nachricht übermitteln. Dann haben wir noch Crosstalk. Mainfeed. Meine aufkommenden Zweifel zu Lucas erwiesen sich jetzt richtig. Scheidungs tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich die ganze Zeit von ihm gelabert habe. Ich hätte nie gedacht, dass er ein Betrüger ist. Ist nicht deine Schuld. Er hat viele Leute getäuscht und einige werden sich nach wie vor für ihn einsetzen. Ja, das ist echt auch so. Ich dachte, er sei so authentisch. Dabei war das einzige Echte an ihm, dass er scheiße ist.
Hey, ich hatte mit noch was recht. Du bist eine viel bessere Schriftstellerin als er. Zwischen euch liegen Welten, mindestens 3. Okay, schön. Und dann haben wir noch eine Carla. Ich bedauere, dass die Wahrheit über Lucas mir diese Gefühle verursacht. Falls das die Art Person ist, die Caladan unterstützen will. Willst du das sagen, was ich glaube, Carla? Ich glaube schon, Moses. Natürlich würde ich dich bitten, zu bleiben, weil du die Einzige bist, die es in Streichen mit mir aufnehmen kann und weil du brillant bist. Ich weiß. Also warum sollte ich mein Genie mit einer Institution teilen, die jemanden wie Lucas und beschützt? Meine Meinung, du schuldest dieser Uni gar nichts, absolut gar nichts. Ich kann nicht ausstehen, wie wahr das ist. Und sie haben recht. Okay, neuer Tagebucheintrag. Dezember, es heißt, Krampus frisst unartige Kinder, aber so wie ich es höre, hat Krampus Heißhunger auf Literaturprofessoren, besonders solche, die geistigen Diebstahl an Studenten begangen haben. Es ist, als laufe man in eine Zeitschleife. Man vergisst gleich, dass Weihnachten näher ist als Allerheiligen, als ob ich Zeit hätte, die Feier zu genießen. Du würdest das hier lieben, Einbrüche und Späße ganz wie in alten Zeiten, aber jetzt ziehe ich sie mit jemand anderem durch. Hoffentlich stürzt sich nicht, als ob du eine Wahl hättest. Okay, wir können wahrscheinlich nochmal mit Amanda reden, die gerade auch sehr beeindruckt aussah. Hey, Amanda. Ich schätze, das war es, was dich so abgelenkt hat. Um ehrlich zu sein, mag ich es nicht, wenn du was vor mir verbirgst. Ich will nichts verbergen. Ich will dir alles erzählen. Kannst du aber nicht. Zumindest noch nicht. Kannst du mir noch etwas Zeit geben? Ich weiß, was ich will. Aber manchmal geht mir die Geduld aus. Ich werde es versuchen. Für dich. Das ist nett. Weil du so süß bist. Danke, Amanda. Ja. Danke, Amanda. Ja, ich bin immer so süß. Was soll ich machen? So, Diamond. Das war irre. Deshalb hast du Moses Hilfe gebraucht. Ja. Mann, dass Lucas Fakultätsleiter war, nachdem er das einer Studentin angetan hat, ist echt gruselig. Finde ich auch. Vergessen wir Lucas für den Rest des Abends. Und lassen uns volllaufen. Klingt super. Jo. Moment. Ich muss erst dem anderen Moses erzählen, was passiert ist. Ich kann ihn nicht hängen lassen. Ja, okay. Ja, machen wir noch einen Schnappschuss. So viel Zeit muss sein. Echte Teamarbeit. Da brauche ich gar nicht zoomen, das sieht gut so aus. Obwohl, er hat sich gerade so wegbewegt. Warte, so ist besser. Sagen wir einfach, ich weiß aus guter Quelle, dass Safi so viel mit diesem Häuschen zu tun hatte wie Moses. Oh. Wir haben ihn. Das hätte ich gerne gesehen. Wie geht es Safi? Sie ist überrascht. Verwirrt, glaube ich. Sie ist es nicht gewohnt, dass Leute ihr zuhören und ihr glauben. Geh zurück. Sie braucht dich. Uns. Sie weiß, dass du immer noch für sie da bist. Ja, der ist in einer interessanten Position.
dass er zwar einen Verlust erlitten hat, aber so wie man denkt, man könnte mit, ja, sagen wir mal, mit Menschen im Himmel reden oder wie andere versuchen, mit Toten zu reden über ein Medium oder sonst irgendwas. Und er kann theoretisch, also er kriegt zumindest immer noch Dinge mit von ihr, sozusagen aus dem Himmel. Auch wenn es nicht der Himmel ist. So. Wir wechseln. Können wir jetzt nochmal mit ihm sprechen? Wow, das hat mein Jahr gerettet. Gleichfalls. Das habt ihr zwei die ganze Zeit geplant. Warte, wo ist Safi? Wo ist Safi? Safi wollte die Wahrheit und die hat sie nun. Restlos. Du weißt nicht mal, was ihr angerichtet habt. Okay. Was sollte das denn? Was denn jetzt? Mein Kopf, ja. Oh, mein Buch! Was? Ich kann nicht! Ich was? Es nicht! Glaub, was du getan hast! Du hast mich angelogen! Du hast mich angelogen! Du hast mich angelogen! Angelogen. Du hast mich angelogen! Safi! Du hast mich angelogen! 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 Was passiert? Ein schwarzes Bild passiert. Was geht hier? Was hat sie getan? Das ist wahrscheinlich ein Zeichen, dass ich in der richtigen Richtung unterwegs bin, oder? Die Tafel. Tut mir leid, Maya. Es ist alles so schief gelaufen. Könnt ihr mich hören? Moment, nützt mir das was, in die andere Welt zu gehen? Ist sie jetzt nun bei Safi? Einen Moment. Nee, in der anderen Welt finde ich Safi nicht. Ich muss wissen, wo das hilft alles nicht weiter. Ne? Warte auf mich. Das ist ja wieder crazy hier.
da oben. Ich muss mich beeilen. Was ist in der Geschichte jetzt so falsch gelaufen? Dass ihre Mutter sich mehr für Kellerin interessiert hat, als für ihre Probleme. Etwas passiert mit deinen Kräften! Du verlierst die Kontrolle! Die ganze Zeit wollte ich Gerechtigkeit und sie ist diejenige, die mir in die Quere kommt! Nicht Gwen! Meine eigene Mutter! Sie waren es? Sie haben den Deal gecancelt? War nur der neueste gestörte Scheiß. Sie tut das schon seit Jahren. Seit ich ein Kind war. Du verdienst was Besseres als das, was ich erlebt. Was passiert? Was passiert mit ihr? Oh mein Gott! Okay, du kannst es wohl nicht mehr kontrollieren, Arne. Wer weg vom Teufel hältst du dich? Ich bin deine Mutter. Eines Tages wirst du verstehen. Sei still! Ich habe alles für dich getan. Sei still! Man könnte meinen, das wäre das Finale des ganzen Spiels, aber es kommt ja noch ein Kapitel. Wahrscheinlich ist es das Finale des Kapitel 4. Sophie beruhigen, Sophie zustimmen. Ich meine, jeder würde jetzt, glaube ich, also die meisten würden jetzt, glaube ich, auf beruhigen gehen. Das vielleicht sogar, dass man das tut. Ich weiß nicht. Puh, das ist die schwerste Entscheidung, die ich bisher hier im Spiel hatte. In beiden Fällen könnte Schlimmes passieren.
Ich weiß nicht. Safi, zeig Dänama, dass du ihre Hilfe nicht brauchst. Das bist nicht du, Safi. Ich glaube, es war richtig. Das war ich. Safia. Diese Pistole war die einzige Wahl, die ich je wirklich hatte. Was geschieht mit dir? Oh no. Oh mein Gott. Du warst doch nicht richtig. Ein Ende. Wieder so ein Kapitelende, das ich nicht begriffen habe. Ich weiß nicht, was auf dem Foto war. Ich habe das nicht richtig erkennen können. Wow. Okay, jetzt haben wir halt noch ein Kapitel vor uns, klar, weil es ist ja nun wieder mal alles ungewiss. Das wäre ein schlechtes Ende fürs Spiel gewesen. Auch wenn es sich erst so wie so ein Finale des Spiels anfühlte. Aber so kann es natürlich nicht zu Ende gehen. Ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Eine Idee habe ich momentan noch nicht. So, Safi. Könnte Max Safi wehtun? Nein, haben wir gesagt, 82% auch. Safi glaubt an dich. In wen sollte Safi sich verwandeln? 8% haben als Win gesagt, 92% als sie selbst. Achso, das war diese Geschichte mit dem mit Carmenero, genau. Safi ist stolz, dass sie sich ihrer Vergangenheit gestellt hat. Wie hast du Jasmin in der lebendigen Welt gerettet. 79% Safi beruhigen. Ich dachte mir, dass das die meisten tun. 21% auf Safi zustimmen. Also man hätte beides machen können. Man hätte sie auf beide Arten wohl gerettet. Okay. Safi schätzt, deine Worte hat sich aber ihrem Schicksal ergeben. Oh Scheiße. So, dann noch die etwas weniger wichtigen Dinge. Reflexion in Hallerton House. Max hat sich am Kamin Moment der Reflexion gegönnt. Ja, schön. Haben so die Hälfte gemacht. Ich habe das manchmal ja bisher im Spiel gemacht, manchmal nicht. Ja. Aufgabenliste. Max hat die Aufgabenliste an ihrem Kühlschrank nicht in beiden Zeitlinien gesehen. Oh. Ist aber auch den meisten so gegangen. 13% haben es nur gesehen. Mann, hätte ich auch gern. Naja gut, Safi als Amanda. Max hat Safi gebeten, sich nicht nochmal in Amanda zu verwandeln. Das haben die meisten gesagt. Etwa ähnlich viele haben gesagt, Max hat Safi gesagt, dass ihre Nachahmung von Amanda dürftig ist. Ja, das war die andere Möglichkeit. Und Max fragte Safi nicht, ob sie sich als Amanda ausgegeben hat. Okay. Safi als Lucas. Max hat gesagt, dass es ihr nicht gefiel, wie Safi Lucas' Beziehung zu seinem Sohn ruiniert hat. Haben auch die meisten. Max hat Safis Nachahmung von Lucas befürwortet. Ah. Safis Tod. Max hat Safi gesagt, dass sie in der anderen Zeitlinie getötet hat. Max hat Safi gesagt, dass sie
in der anderen Zeitlinie tot ist. Okay, da wollten die Leute nicht mit der Tür ins Haus fallen. Ich habe mir gedacht, komm, wo wir schon dabei sind, hauen wir es raus. Und es ist ja sowieso aufgefallen dann. Sie hat ja das Foto dann gesehen und sie konfrontiert. Okay, Knusperhäuschen. Max hat Moses dabei geholfen, sein Knusperhäuschen fertigzustellen. Das haben 95%, 5% nicht. Was ist denn los mit euch? Krampusfigur, Max hat die Krampusfigur in der Kneipe berührt. Haben wir sie berührt? Okay. Lukas beleidigen. Max war während seiner Unterhaltung mit Loretta höflich zu Lukas. Achso, die anderen, oh, war etwa 50-50. Die anderen haben ihn zusammen mit Loretta beleidigt. Ja gut, funktioniert dann wohl auch. Wäre vielleicht auch spaßiger gewesen. Aber na gut, ich wollte ihm einfach so dieses Gefühl geben, hey, es macht Sinn, dass du hier deinen Auftritt hast. Im Publikum. Max hat während des Campus-Events gebuht. Das haben so etwas mehr gemacht als das Jubeln. Unterhaltung nach dem Event. Max hat sich nach dem Campus-Event mit den beiden Moses und anderen unterhalten. 22%. Max hat sich nach dem Campus-Event nur mit den beiden Moses unterhalten. Ja gut, das ist dann wieder so ein Ding. Ob man wirklich alles machen will oder nicht. Ich wollte halt noch mit einigen reden, aber okay. Reflexion auf der Campusparty. 83% haben sich eine Reflexion gegönnt, so wie wir. 17% haben das nicht getan. Ja, fantastisch. Damit sind wir mit Kapitel 4 durch. Es beginnt das letzte Kapitel beim nächsten Mal dann. Und da hoffe ich, dass ihr wieder zuschaut. Und freue mich natürlich über einen Daumen nach oben für diese Folge. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.